herzlich willkommen bei Schauskipp, dem Kinomagazin auf Schau.tv mit Dominik Timpel und Nora Schleich. Und wir starten gleich mit einem Superheldenfilm, und zwar einem der besten, nämlich endlich wieder ein X-Men-Film, X-Men Days of the Future Past. Auf Deutsch heißt er Zukunft ist Vergangenheit, aber ich muss sagen, das klingt leider so dermaßen langweilig, dass ich mir gedacht habe, ich muss das englische Original unbedingt dazu sagen. Egal, auf jeden Fall endlich wieder ein X-Men-Film, und diesmal sind fast alle Charaktere aus bisher allen X-Men-Filmen mit dabei und sie kämpfen alle gemeinsam um ihre Zukunft. Was ist das Letzte, woran du dich erinnerst? Ich habe in die Vergangenheit gesehen. Du wirst für mich das tun müssen, was ich einst für dich tat. Du wirst auch mich brauchen. Seite an Seite, um diesen Krieg zu beenden. Bevor er überhaupt beginnt. Also, ich erwache in meinem jüngeren Körper und dann was? Finde mich. Überzeuge mich von all diesem hier. Dazu werden wir beide notwendig sein. Und wo finde ich dich? Auf einem anderen Pfad, einem dunkleren Pfad. Logan, ich war damals ein völlig anderer Mensch. Leite mich. Führe mich. Sei geduldig mit mir. Geduld ist nicht gerade meine Stärke. Ich will deine Zukunft nicht! Bitte. Ohne deine Hoffnung sind wir verloren. Also auf den freue ich mich ja schon wirklich. Die ersten drei X-Men-Filme waren ja großartig. Dann war X-Men First Class, der war, naja, okay. Was weißt du schon davon? Dann die beiden Wolverine-Filme, der eine war super, der andere war halt auch da. Und jetzt endlich ein Film, der das alles vereint. Es kommen aller Charaktere, wie gesagt, drin vor. Eben die Jungen aus First Class und die Altbekannten. Und die müssen jetzt gemeinsam kämpfen gegen einen gemeinsamen Feind. Tja, und dieser Feind, das sind die Sentinels. Die haben nämlich begonnen, die meisten Mutanten in Internierungslager zu stecken und somit die Herrschaft über die Welt an sich zu reißen. Und deshalb müssen eben die X-Men aus verschiedenen Zeitebenen miteinander kämpfen, um gegen diesen Feind anzutreten. Eine fantastische Storyline, die aus den Comicbüchern direkt stammt, adaptiert wurde. Umgesetzt wurde das Ganze übrigens von Bryan Singer. Der hat übrigens auch schon X-Men und X-Men 2 gemacht. Bei den Schauspielern sind auch wieder einige da, nämlich alle eigentlich. Und zwar, es ist wieder mit dabei Patrick Stewart als Charles Xavier, Ian McKellen als Magneto, Halle Berry als Storm und natürlich das Allerwichtigste, Hugh Jackman ist zurück als Wolverine. Ich habe ein Training entdeckt, das mich in die beste Form meines Lebens gebracht hat. Aber dafür muss ich 3 Stunden pro Tag ins Fitnesscenter, 2 Stunden vor dem Dreh und 1 nachher, wenn ich es schaffe. Und noch wichtiger ist die Ernährung. Das sind 6000 Kalorien am Tag. Aber zum Glück haben wir hier einen großartigen Caterer, der alles dafür gibt, mir alle 2 Stunden eine abartig große Mahlzeit zuzubereiten, die sogar gut schmeckt. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass diesen Wolverine irgendjemand anders spielt als Hugh Jackman. Nein, ich will mir das auch gar nicht vorstellen, aber ich glaube, bis jetzt müssen wir uns da keine Sorgen machen. Es sind noch 2 weitere X-Men-Filme geplant und noch ein Wolverine-Film. Und soweit man bis jetzt weiß, ist Hugh Jackman überall dabei. Ja, es zahlt sich auch aus für ihn. Immerhin haben diese Filme bis jetzt über 2 Milliarden Dollar eingespielt. Das heißt, ich glaube, die Filmreihe ist gesichert. Genau, und er geht bis jetzt mal weiter mit X-Men. The Days of the Future Past, oder auf Deutsch eben Zukunft ist Vergangenheit. Man
Man sollte ja meinen, Castingshows hängen allen schon zum Hals raus. Warum zum Teufel macht man dann einen Film über eine? Keine Ahnung, was du da laberst. Aber in diesem Fall ist es wirklich anders. Es geht nämlich um Paul Potts. Der hat in Großbritannien eine Castingshow gewonnen und es geht in diesem Film um seinen Weg dorthin und wie er eben zum Weltstar aufgestiegen ist. Ich wusste, dass du Opern magst, aber nicht, dass du völlig verrückt danach bist. Ich spare Geld für eine Gesangsausbildung in Venedig. Hast du dich für den Wettbewerb angemeldet? 300 Pfund für den Sieger. Was hast du denn da an? Der sieht ja aus, als hätte er Pavarotti verschluckt. Ich bin tatsächlich hier, auf der Opernschule, in Venedig. Du musst den Leuten im Publikum ihr Herz stehlen. Und stehlen kannst du nur, wenn du Nerven hast wie ein Dieb. Dir fehlt einfach das Selbstvertrauen. Für mich bist du kein Opernsänger. Noch nicht. Und wirst es vielleicht auch nie sein. Du hattest ein großes Abenteuer, aber das ist jetzt dein richtiges Leben. Ich glaube, ich bin nur glücklich, wenn ich eine Oper höre oder selbst singe. Was ist das? Eine Castingshow, bei der der beste Teilnehmer Großbritanniens 100.000 Pfund gewinnt. Dann tu es. Ich werfe eine Münze. Bei Kopf drücke ich senden, bei Zahl vergessen wir das Ganze. Gut. Was machst du heute hier, Paul? Ich singe was aus einer Oper. Das musst du dir ansehen. Du kannst loslegen. Du weißt jetzt, wozu du geboren wurdest. Du bist ein echtes Gesangstalent. Das hat mich jetzt so richtig erfrischt. Du kannst sehr stolz auf dich sein. Ihr Schlüsselbein ist zertrümmert, sie haben sich vier Rippen gebrochen und ihr Becken ist ausgerenkt. Du musst aufhören, mir sowas anzutun. Also ich kann mich noch genau erinnern, wie das damals war. Man ist einfach an diesem Paul Potts nicht vorbeigekommen. Mich interessiert sowas ja eher weniger Castingshows, aber trotzdem habe ich mitbekommen, in Großbritannien hat ein Typ Britain's Got Talent gewonnen, der eine unglaublich geniale Stimme hat. Anscheinend hast du die Latte nicht sehr hochgehängt. Was man aber vielleicht nicht so mitbekommen hat, ist einfach die Tatsache, dass es für ihn nicht so leicht war. Der Weg zu diesem Erfolg war eben nicht einfach, man hat nicht wirklich an ihn geglaubt. Alles klar, du bist ein Scheißversager. Und der Film zeigt seine Geschichte relativ wahrheitsgetreu und zeigt eben den Aufstieg eines Mannes, der es im Endeffekt geschafft hat. Ja, und obwohl er es jetzt geschafft hat und auch wirklich oben ist und Geld hat, trotzdem ist er ziemlich bodenständig. Im Interview in Skip erzählt er nämlich, dass er erst jetzt seinen Führerschein gemacht hat vor einem Jahr. Ist das dein Ernst? Und die britischen Medien machen sich über ihn lustig, weil er kauft sich keinen Neuwagen, obwohl er das Geld dazu hätte, sondern er kauft sich lieber einen Gebrauchtwagen, weil er einfach sagt, ich finde, Neuwagen sind Geldverschwendung, die sind ungefähr nur eine Stunde lang neu, dann setzt man sich rein, fährt damit und schon ist wieder gebraucht. Also der Typ ist echt am Boden geblieben. Das ist fantastisch. One Chance, ein Film über eine Geschichte, die zeigt, wenn man etwas wirklich will und hart daran arbeitet, kann man alles schaffen. Ja, ich glaube zum Beispiel ja immer noch dran, dass ich es einmal schaffe, Hollywoodstar zu werden. Oder fast alles. Und jetzt zum Schluss was Gemütliches, was Einfaches, was ja, leicht Verdauliches, ein Adam Sandler Film. Tja, und die sind immer so ein bisschen die sichere Wahl, da kann nichts schief gehen. Ein paar Lacher im Kino, man geht gut gelaunt hinaus, also das kann man garantieren. Und so wird es auch bei dem Film sein, der Titel ist Urlaubsreif. Mein Name ist Jim. Ich bin Lauren. Ich habe dir Buffalo Shrimps mit extra Soße bestellt. Oh Gott! Oh, oh. Wer macht denn so scharfe Soßen? Und dann trinkst du auch noch mein Bier? Kannst du mir Wasser besorgen? Hier, französische Zwiebelsuppe. Keine Dates mehr. Die Zeit verbringe ich lieber mit meinen Kindern. Darf mir ein paar Körbe? Ah! Oh! Ah! Jim, was willst du? Sie hat gesagt, sie interessiert sich nicht für dich. Glaub mir, Frodo, ich mag sie auch nicht. Das Restaurant hat unsere Karten vertauscht. Oh. Lauren, ich muss mit dir reden. Was ist denn? Zwischen mir und Dick ist es aus. Jetzt verfällt die Reise. Wo wolltet ihr denn hin? Nach Afrika. Ist dein Nachname Theodopoulos? Ja. Das ist mein Boss. Meine Jungs würden alles tun, um so einen Urlaub machen zu können. Mr. Theodopoulos, hi, hier ist Jim. Ich überlege, ob sie mir diesen Urlaub verkaufen würden. Wenn ich das erst den Jungs erzähle. Wenn ich das erst den Mädchen erzähle. Wir fahren nach Afrika! Ja!
Welcome to Africa. Kabena unandi e Africa. Welcome, welcome, welcome. Das ist obercool, Mann. Was macht der denn hier? Red nicht so mit meinem Dad, du Pissnäcke. Diese Ausdrücke. Sie darf Pissnäcke sagen, wenn sie will. Pissnäcke, Pissnäcke. Du nicht. Sind Sie bereit für die romantischste Woche Ihres ganzen Lebens? Ich war, seit wir hier sind, nicht mehr duschen. Ja, du stinkst und ich liebe es. Sind alle bereit für das wahre Afrika? Es ist der schönste Tag meines Lebens. Oh. Warum zeigst du Dad den Stinkefinger? Mach ich nicht. Gibt es Patchwork-Familien. Oh. Das war wohl meinerseits eine Fehlinterpretation. Ja. Ja. Der Tank ist leer! Was? Lauf so schnell du kannst! Na, wie versprochen, einige lustige Szenen dabei und natürlich der altbekannte Adam Sandler gemeinsam mit Drew Barrymore. Die beiden sind echt ein gutes Team, haben schon 50 erste Dates gemeinsam gespielt oder auch eine Hochzeit zum Verlieben. Und jetzt stehen sie eben wieder gemeinsam vor der Kamera. Also zwischen den beiden stimmt die Chemie einfach. Und am Anfang des Films können sie sich ja noch nicht so gut leiden, aber im Laufe des Urlaubs wird es immer romantischer. Und ich tippe jetzt mal einfach auf ein Happy End für den Film. Ja, ich glaube auch, es gibt ein Happy End. Wobei für das kleine Ferkel in der Löwen-Patchwork-Family hat es nicht unbedingt ein Happy End gegeben. Das war ein bisschen bitter. Aber erinnert mich daran, dass ich eigentlich im Kino gern größere Snacks hätte. Ich hätte gern sowas wie Chicken Strips oder solche Nuggets oder Pommes. Irgendwie so ein bisschen größere Snacks einfach. Also nicht böse sein, aber ich glaube, es reicht, wenn es die kleinen Snacks gibt und nicht jetzt noch X-Large-Snacks für dich. Sowas muss ich mir anhören. Da schauen Sie, wie es mir geht, ja. Skip, das war's, bis nächste Woche.